Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach lecker kochen mit Tom. Heute möchte ich euch mal wieder was auf meinem WMF Kontaktgrill vorstellen. Ich mache euch heute eine Schweinelende oder ein Schweinefilet, wie man dazu sagt, welches ich fülle. Und ja, dazu gibt es dann leckere Beilagen aus verschiedenen Gemüsesorten. Und wie das Ganze vonstatten geht, ihr kennt das Prozedere ja. Nach dem Einspieler geht's los. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Schweinefilet. Wir starten jetzt. Ich habe hier ein wunderbares Schweinefilet von meinem Bio-Metzger des Vertrauens, hier gleich bei uns um die Ecke. Und ich habe das schon mal aufgeschnitten, längsseits, wie ihr es sehen könnt. Ich habe es auch schon für euch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Was wir jetzt machen, wir geben jetzt noch eine Frischkäse-Dings darauf und verteilen die gut. Und weiterhin haben wir jetzt einen Teelöffel Senf noch, den wir aufbringen. Schön miteinander vermengen mit dem Frischkäse. So, das ganze Schweinefilet wird jetzt auch etwas gefüllt. Dazu haben wir jetzt hier ein paar Frühlingszwiebeln in kleine Ringe geschnitten, welche wir dann auch auf unserem Schweinefilet gut verteilen. Und das I-Tüpfelchen bei unserem Schweinefilet ist der englische Cheddar. Und der ist hier klein gerieben. Also ihr könnt ihn schon klein gerieben kaufen oder ihr reibt ihn als Stück halt klein. Und der wird darauf jetzt auch verteilt. So Freunde, Käse, Frühlingszwiebeln und die Gewürze sind in unserem Filet verbracht oder eingebracht. Jetzt müssen wir das Ganze etwas zusammendrücken. Und wie ihr seht, habe ich hier unten drunter einen Bacon gelegt, den wir jetzt um unser Filet umschlagen. Und schauen, nachher machen wir das Ganze mit Küchenzwirn. Zusammenbinden. So Freunde, wir haben das Ganze jetzt mit unserem Bio-Bacon ummantelt und jetzt werden wir das Ganze noch mit Küchenzwirn festigen, damit das Ganze eine Stabilität hat nachher für unseren Grill. Oder ihr nehmt halt kleine Spieße und steckt es zusammen. Der WMF Kontaktgrill hat seine Hitze bekommen. Jetzt können wir unser nettes Schweinefilet auf den Grill packen. Und lassen es jetzt schön grillen. Eine Grillzeit von circa, ja, ich würde mal so sagen, 20 Minuten etwa. Und dann schauen wir dann gleich mal nach, wie es dann aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Grill ist aus. Das Filet sieht wunderbar aus. Und wir werden es jetzt mal rausnehmen und lassen es dann ein wenig abkühlen. Ich werde jetzt den Anschnitt wagen und mal schauen und hoffen, dass unser Fleisch wirklich den Gargrad hat und so wie es aussieht, sieht das hervorragend aus. Es hat nicht mehr ganz die rosane Farbe, aber ich
vermute mal, es wird sehr lecker schmecken. Und hoffe, das kurzweilige Video mit meinem Schweinefilet von meinem Kontaktgrill von WMF hat euch gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt einfach lecker kochen mit Tom. Bis bald, euer Tom.